Hallo, ich bin Sven. Am Donnerstag, den 15. September geht's los. Ethereum wechselt von Proof of Work auf Proof of Stake. Wie lange haben wir darauf gewartet? Wie viele Updates sind in der Zwischenzeit passiert? Wie hoch sind die Gaskosten im Ethereum-Netzwerk angestiegen, dass es sich quasi nur noch um den Coin der Reichen handelt, wo man als ja Normalsterblicher mit wenigen 100 Euro Investment eigentlich gar nichts mehr auf Ethereum machen kann? Von Massenadaption kann da wirklich nicht die Rede sein. Ja, das kommende Update Ethereum 2.0, der Merge mit der Beacon Chain, der soll jetzt am Donnerstag stattfinden. Und das bedeutet, dass Miner im Prinzip ihre Hardware für das Ethereum Mainnet wegschmeißen können und auf andere Coins umswitchen müssen, wie Ethereum Classic oder vielleicht einen potenziellen Fork Ethereum Proof of Work ETH POW. Ja, was es alles mit diesem Update auf sich hat und was alles passieren kann, was du beachten musst, wenn du Ethereum auf einer Börse liegen hast oder auf einer Paper Wallet oder MetaMask oder deinem Ledger, das besprechen wir jetzt einmal ganz kurz in diesem Video. Wenn dir der Inhalt gefällt, freue ich mich natürlich über ein Abo und ein Like von dir. Ja, schauen wir mal rein, was der Merge bringen wird. Legen wir mal los. Den Unterschied zwischen Proof of Work und Proof of Stake muss ich, glaube ich, nicht erklären. Aber nochmal für die Neueinsteiger. Also bei Proof of Work muss viel Energie und Rechenpower bereitgestellt werden durch das Berechnen und Suchen von Hashes. Das Argument ist oft die CO2-Einsparung, also Ethereum will klimaneutral sein. Das ist auch ein Argument, das EOS gerne anführt. Ja, gut, ich bin kein großer Fan von Proof of Stake, also von diesem Klimaargument, obwohl ich auf EOS und WEX entwickle. Aber man muss sagen, bei der Skalierung ist Proof of Work einfach unschlagbar. Ja, Ethereum schafft jetzt gerade mal 15 Transaktionen, vielleicht 20 pro Sekunde und EOS ist mittlerweile bei 10.000 Transaktionen. Ja, aber nicht umsonst ist Proof of Work das Verfahren, das Bitcoin verwendet, denn kein anderes Protokoll schafft einfach so viel Sicherheit. Das geht einfach nur durch den Aufwand von Energie und Zeit. Und wenn ich auf Proof of Work umstelle, geht das aber auch auf Kosten der Skalierbarkeit. Also anfangs nochmal sollte das erwähnt sein. Die Gefahr bei Proof of Stake ist einfach eine zunehmende Zentralisierung, da ich mir einfach nur einmalig Token kaufen muss und kann mir dann im Netzwerk einen Vorteil verschaffen. Soweit ich weiß, gibt es dafür auch langfristig noch keine Lösung. Viele haben an diesem Problem gearbeitet und experimentiert. Die Projekte laufen auch in der Praxis sehr gut, EOS, aber es gibt de facto Zentralisierungsprobleme. Und auch wenn ich die Auszahlung von den Rewards etwas drossele oder halt die Dezentralisierung versuche auf möglichst viele Staker zu verteilen, langfristig sollte man einfach nicht vergessen, dass bei Proof of Stake einfach die inhärente Gefahr einer Zentralisierung gegeben ist. Und mit diesem Problem muss sich Ethereum ganz neu anfreunden. Da hat Ethereum einfach noch keine praktischen Erfahrungen gesammelt. Andere Chains sind da schon weiter. Ja, auf Proof of Stake wollte Ethereum schon 2019 umsteigen. Die Termine wurden immer wieder verschoben. Aber wie schon gesagt, mit 15 Transaktionen pro Sekunde kann man einfach nicht viel reißen. Also für die Massenadaption, ja, braucht man einfach einen Kompromiss. Das ist einfach Proof of Stake. Und nur weil es eben Proof of Stake Chains gibt, wie WEX oder EOS, sind halt dann auch Echtzeit-Chains, wo man da tatsächlich mit der Blockchain interagiert und gar nicht merkt, dass es sich um eine Blockchain handelt, sondern eher
Wenn das Gefühl hat, dass man auf einem zentralen Webserver arbeitet mit 0,5 Sekunden bei EOS und WAX, da ist ja quasi, bekommt man sofort das Feedback, die Transaktion ist gültig und kann dann natürlich viel coolere Dinge realisieren, die auf Ethereum zurzeit A zeitlich gar nicht möglich sind und B aufgrund der horrenden Transaction Fees kaum möglich sind. Also Transaktionen von 50 bis $100 sind ja sogar günstig, ja. Während man bei EOS oder auch Solana oder Polygon ja Bruchteile eines Cents bezahlt, beziehungsweise bei EOS einfach nur staked und gar nichts verliert. Also Transaktionsgebühren wird es bei Ethereum immer geben, auch nach dem Update. Ja, bei Proof of Stake produziert also nicht derjenige einen Block, der den richtigen Hash findet, sondern derjenige, der das meiste Kapital gestaked hat. Der produziert dann den Block und verdient ein paar neu gemintete ETH und natürlich auch die Transaction Fees. Und die werden bei ETH niemals, so der Plan, so die Roadmap, auf Null gehen. Also Transaction Fees wird es immer geben. Auch eine Obergrenze also maximales Supply bei Ethereum, wie wir das vorher bei Bitcoin kennen, 21 Millionen ist bei Bitcoin das Maximal-Supply. Das gibt es bei Ethereum nicht. Trotzdem gibt es ja seit einiger Zeit im Protokoll schon einen Burn-Mechanismus. Und für den Fall, dass Ethereum mehr skaliert und mehr Transaktionen stattfinden, ist sogar eine Deflation bei Ethereum und entsprechender hoher Auslastung möglich. Aber das wird nicht sofort passieren, sondern das passiert erst später im Zuge der kommenden Updates. Ja, damit nicht immer der Staker mit den meisten Ethereum gewinnt, hat das Protokoll noch einige zusätzliche Auswahlkriterien, Randomisierung und ja, einfach ein Verfahren, damit jeder Staker die Chance bekommt, tatsächlich den nächsten Block zu minen. Für die Staker ist das Staking nicht ganz risikolos. Ist der Server mal nicht erreichbar, wenn er als Staker ausgewählt ist, verliert er einen Teil der Rewards. Und wenn der Staker sich durch gröberes Fehlverhalten im Netzwerk zu Schulden kommen lässt, zum Beispiel den Versuch startet, ungültige oder scammy Blöcke zu veröffentlichen, dann kann der Staker sogar einen Teil der Staking-Einlagen verlieren. Er haftet also mit seinem gestakten Kapital. Ja, zurzeit ist es so, ETH-Staker können auf der Beacon Chain mindestens 32 Ethereum Mindesteinlage leisten und so am Konsensus teilnehmen. Ja, Rewards gibt es jetzt schon. Die gestakten ETH können aber noch nicht frei bewegt werden. Das passiert erst im Verlauf der nächsten Monate nach und nach, um eben zu verhindern, dass alle jetzt, ja, falls es einen Dump gibt, ihre gestakten ETH abziehen und die ETH, die jetzt ja gar nicht im Markt zur Verfügung stehen, auf die Börsen schicken und damit einen Dump auslösen. Ja, man braucht mindestens 16.000 Validatoren, die sind erforderlich und es gibt 300.000 Validatoren, die bereits ETH staken und die haben zurzeit einen Gesamtwert von etwa 30 Milliarden US-Dollar, je nach Kurs. Vergleich dazu, es gibt nur 9.500 Ethereum Miner, die mit Proof of Work arbeiten. Ja. Also das kommende Update wird zunächst einfach nur Proof of Stake als neuen Konsensusalgorithmus festlegen und das Proof of Work Mining abschalten. Ja, am Donnerstag, am 15. September. Die Blockzeit wird weiterhin mindestens 12 Sekunden betragen. Zurzeit ist sie etwas gedrosselt, bei durchschnittlich 15 Sekunden. Das bleibt bestehen. Allerdings wird die Regelmäßigkeit auf 12 Sekunden natürlich im Proof-of-Stake-Konsens viel genauer getaktet sein, weil ich einfach nicht mehr auf einen Block warten muss, sondern einfach nach 12 Sekunden der nächste Miner sofort ausgewählt sein wird und Blöcke produziert. Ja, vorbereitet werden durch das Update weitere
Kommende Updates, wie zum Beispiel Shardings, also die Merge-Chain ist sozusagen der erste Shard, die werden langfristig mehrere tausend Transaktionen pro Sekunde erlauben. Allerdings, und das ist etwas, wo man erstmal so ein bisschen suchen muss, um da weitere Infos zu bekommen, das ist das komplette Ausrollen der Shards und des Shardings, was dann diese 1000 Transaktionen pro Sekunde erlaubt. Erst ja, im Jahr 2023, also im nächsten Jahr bis 2024 geplant. Ja, wenn es losgeht, dann wird es wahrscheinlich schon merkbare Unterschiede geben zu jetzt, aber aktuell geht es erstmal nur um um die Konsensusumstellung auf Proof of Stake. Die Gas-Fees laut Vitalik Buterin werden erstmal auch nicht reduziert. Ja, ich konnte nicht hundertprozentig rauslesen, ob Anwender jetzt in den ersten Tagen nach dem Merge tatsächlich irgendeinen Unterschied merken werden, außer dass die Blockzeit ziemlich auf 12 Sekunden dann genau getaktet sein wird. Also obwohl das Protokoll auf Proof of Work basiert, wird es wahrscheinlich in den ersten Tagen keine Unterschiede geben. Dazu müsste man ja entweder die Blockzeit reduzieren, ja, wie bei EOS, ja, auf 0,5 Sekunden zum Beispiel. Oder man müsste die Blöcke größer machen, dass einfach statistisch zumindest mehr Transaktionen in die Blockchain geschrieben werden. Aber davon konnte ich nichts finden. Es gibt mittlerweile auf drei Testnets ein ausgerolltes Ethereum 2.0, was schon komplett auf Proof of Stake basiert. Das kann man also mit MetaMask zum Beispiel testen und sich dann zum Beispiel 10 Testnet ETH dann auf seine Wallet dann schicken lassen, zum Beispiel im Robston-Netzwerk. Das habe ich mal ausprobiert mit ein paar Transaktionen und ja, wie gehabt habe ich tatsächlich erst zwischen 15 und 30 Sekunden warten müssen, bis dann tatsächlich meine Transaktionen auf dem Robston-Testnet, wo ja gar keine Last drauf ist, gedauert. Das heißt, die Blockzeit bleibt erstmal unangetastet. Also die ersten Tage wird nach dem erfolgreichen Merge wird Ethereum erstmal teuer bleiben. Allerdings brauchen die Miner keine Energie mehr, denn für Proof of Work muss ich ja nur meine Ethereum staken. Ja, und ich habe viel mehr Staker als Miner, die darum konkurrieren, den nächsten Block ja erstellen zu dürfen. Also für mich sieht es so aus, dass man jetzt erstmal im Hintergrund das Protokoll umstellt und auf alle möglichen spürbaren Verbesserungen, die wir uns ja jetzt eigentlich erhoffen, unmittelbar am besten, dass man darauf erstmal verzichtet. Man will sich erstmal voll und ganz auf den Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake konzentrieren. Das ist ja erstmal ein Balanceakt, der im Ethereum Mainnet geleistet werden muss. Und wenn dieser vollzogen ist, dann wird es auch zu den nächsten Updates kommen, beziehungsweise die werden dann vorbereitet werden. Allerdings fand ich die Zeitangabe 2023/24 für das Sharding erstmal enttäuschend. Ich kann aber verstehen, warum man diesen Weg geht, denn 211 Milliarden US-Dollar ist das Ethereum-Netzwerk gerade wert und bei so einem riesigen Betrag wollen die Entwickler natürlich absolut auf Nummer sicher gehen. Keiner will verantwortlich sein, dass Leute da Millionen oder Milliarden durch einen kleinen Protokollfehler verlieren und dass das Netzwerk, die Netzwerksicherheit dadurch dann gefährdet wird. Der Schritt ist einfach ja, sehr, sehr wichtig. Proof of Stake, wurde nicht umsonst seit 2019 verschoben. Ja, was bedeutet der ETH-Merge jetzt für dich persönlich? Musst du jetzt irgendwas tun? Also egal, ob du die Ethereum auf einer Börse hast oder auf der eigenen Wallet, wie zum Beispiel dem Ledger, brauchst du nicht aktiv zu werden, wenn es dir einfach darum geht, die Ethereum weiter zu nutzen. Die Protokollumstellung, das passiert auf der Ebene der Miner im Hintergrund.
Wenn es allerdings zu einem Fork kommen sollte, das ist der nächste interessante Aspekt, zum Beispiel ETH, POW, dann haben einige Börsen angekündigt, diesen Fork zu unterstützen, tatsächlich auch Binance und Coinbase. Auf Poloniex, Gate.io oder Femex kann man jetzt bereits ETH, WEEs, IOUs handeln, obwohl es den Token noch gar nicht gibt und es auch nicht klar ist, ob es den geben wird. Aber wenn man jetzt mal überlegt, was passiert da? Ja, es wurde jetzt jahrelang Ethereum auf Proof of Work gemined. Die Miner besitzen teure ETH-Mining-Hardware, hauptsächlich Grafikkarten. Ja, die werden theoretisch wertlos, wenn man sich jetzt nur auf Ethereum konzentriert. Also ist es anzunehmen, dass entweder einige Miner auf Ethereum Classic umsteigen, wo natürlich viel weniger Kapital, dann viel weniger Mining Rewards dann zu erwarten sind, oder es werden einige den Proof of Stake Umstieg einfach ignorieren und die Proof of Stake Ether einfach die Proof of Works Proof of Work Ether weiter meinen. Und viele chinesische Miner haben bereits angekündigt, das auch zu tun. Obwohl wir also eine Ethereum Classic Chain haben, die ja kompatibel ist zu Ethereum Proof of Work, sind ja in den letzten Jahren auf der Ethereum Mainnet Chain Tausende von Smart Contracts, DeFi, NFTs und andere Apps dazugekommen. Die kann man ja alle weiter betreiben, theoretisch. Und auch diverse Tokenprojekte. Also es ist sehr viel Kapital gebunden. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass die offizielle Chain der Merge auf Proof of Stake nahtlos übergeht. Aber es bleibt einfach für diese Miner ein finanzieller Anreiz zu sagen, wir schmeißen jetzt unsere Mining-Hardware nicht weg, sondern benutzen meinen einfach weiter. Es wird den einen oder anderen Use Case geben, wenn man auf die Sicherheit von Proof of Work nicht verzichten will und was Ethereum Classic nicht leisten kann, weil es dort halt diese Apps nicht gibt. Ja, und man möchte, wenn man tatsächlich einen Proof of Work Ethereum Coin weiter in der Chain weiter betreibt, dann macht man natürlich eine Tür auf für die ganzen Entwickler, die einfach Proof of Work gerne weiter in ihren Apps nutzen möchten, aus irgendwelchen Gründen. Und damit die nicht auf Ethereum Classic wechseln, was ja technisch relativ einfach wäre, sagt man einfach, okay, wir machen jetzt einen Fork und da kannst du deine App weiterlaufen, auch die User und die Daten, das bleibt alles unangetastet. Und wenn du Proof of Stake nicht möchtest, kannst du weiter auf der sicheren Chain arbeiten. Wie viel Hashpower dann drin sein wird, ist natürlich dann die Frage. Aber es gibt auf jeden Fall einen Anreiz für einen Proof of Work Ethereum Fork. Und mich würde es wundern, wenn es diese Chain nicht gibt. Ja. Deshalb die nächste Frage, was erwartet uns denn jetzt preislich durch den Merge? Also auch wenn Proof of Stake ein sehr großer Schritt ist, dann kann man das Event vielleicht auch als Buy the Rumor, Sell the News Event auffassen. Der Preis kann also um den Merge herum, zeitlich im Donnerstag, Freitag, vielleicht auch Mittwoch, kann sehr volatil werden in beide Richtungen, wenn es zu einem Fork kommt. Dann werden viele Trader Spaß mit dem neuen ETH-POW-Token haben und oder dem alten Token eben. Auch bei Ethereum Classic, bei dem Fork, gab es sehr volatile Phasen und zwischendurch sah es sogar so aus, dass Ethereum Classic tatsächlich das dominante Netzwerk bleibt. Das war damals sehr unklar. Es gab ja noch nicht so viele Forks, wo man halt dann Daten aus der Vergangenheit hatte. Heute ist es einfach ein Fork von Ethereum und ja, da passiert nicht so viel natürlich. Es ist bei weitem nicht so viel Kapital gebunden. Ethereum Classic hat auch sich bis auf die letzten Wochen preislich nicht so stark entwickelt wie Ethereum vergleichsweise in der Anfangsphase.
Ja, massentauglich wie EOS, Solana, Polygon wird ETH also in den nächsten Monaten nach dem Merge immer noch nicht. Es wird sogar in den nächsten Tagen erstmal kaum ein merklicher Unterschied geben, weder in der Geschwindigkeit, haben wir gelernt, noch in den Fees. Deshalb wird es weiter neue User mit weniger Kapital geben, ja, Retail-User, die dann einen Anreiz weiterhin haben, diese skalierbaren Proof of Stake Chains weiter zu benutzen wie EOS, Solana und Polygon. Also der Use Case ist weiterhin gegeben und diese Chains werden auch weiterhin neue User onboarden, zumal ja auch EOS jetzt in den nächsten Wochen 100% Ethereum-kompatibel, Solidity-kompatibel sein wird und dieses Update auch ausrollt. Ja, da passiert also jetzt die nächsten Tage. Das waren jetzt erstmal die wichtigsten Fakten, die ich spontan gesucht habe. Ich bin sehr gespannt, welche überraschenden Ereignisse im Zusammenhang mit dem Merch stattfinden werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo und über ein Like. Und ich bedanke mich in diesem Zuge an die User Kolaut, Kellet, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Julian, Tomme, Sascha, Gea, 666. Und Jerry Shear, das sind neue Abonnenten auf diesem Kanal. Herzlich willkommen, wenn ihr irgendwelche Themen habt, die euch besonders interessiert, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Ja, es bleibt spannend. Gucken wir mal, wie Donnerstag der Merch stattfindet und was alles so passiert. Ja, dann bis zum nächsten Video. Macht es gut.